Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 1 bzw. Broken Sword 1 für den PC. Wie abgesprochen befinden wir uns immer noch im Original, also nicht im Director's Cut. Ne? Ich erwähne es lieber immer mal wieder nochmal neu, falls Leute zufällig am Let's Play interessiert sind und auf den Part hier als erstes klicken. Ne? Wir machen das so, wir spielen das Spiel im Original und diese drei kleinen Kapitelchen, die das Director's Cut Spielchen neu hat, die schneide ich dann separat rein, beziehungsweise nicht separat, ich schneide sie dann rein, wenn sie im Director's Cut kommen würden an dieser Stelle. Im letzten Part haben wir echt viel Fortschritt gemacht. Wir haben rausgefunden, wie der Mörder heißt oder zumindest wie er sich ausgibt und welche Kostüme er hat und so weiter. Und wo er die her hat und so weiter. Und wir haben auch rausgefunden, dass er hier im Hotel Ubu untergekommen ist. Und man sieht sofort auch, ne, was gleich ganz interessant ist, wir haben hier mehrere Flaggen, ne, Japan, Frankreich, Großbritannien, USA, Deutschland, Italien und die Schweiz. Warum jetzt ausgerechnet die? Man weiß es nicht, aber drei davon, ne, Italien, Frankreich und Japan, sind ja schon mal die Mordopfer-Nationalitäten. Das ist ja schon mal ganz interessant, dass die hier auftauchen. Okay, hier stehen zwei auffällige Typen vor dem Dingens. Mit denen werde ich vielleicht gleich erst sprechen. Das alles, warum kann ich mir das nicht angucken? Auf dem Schild sind die Preise der Zimmer aufgelistet. Mann, sind die vielleicht teuer. Der Killer muss ganz schön üppig verdienen, wenn er sich so eine Unterkunft leisten kann. Oder klauen. Die Lobby ist ruhig, wie ausgestorben. Okay. Es gibt hier so eine Hintergasse. Vielleicht gucken wir da erstmal kurz hinter, bevor wir mit den Leutchens hier sprechen. Ist das nicht dieser Raum mit der coolen... Oh ne, never mind. Eine Grete! Warum liegt die da? Diesmal können wir nicht in die ganzen Mülltonnen reinschauen, leider. Können ja auch generell, wenn ich das richtig sehe, quasi mit gar nichts interagieren. Das ist ja wild. Ihr könnt jetzt nicht mal den Code hier vorne angucken oder die verschlossenen Türen. Nein, hier ist einfach gar nichts. Aber gut, muss ja nicht immer überall was sein. Irgendeinen Grund wird der Raum schon haben, aber wer weiß welchen. Moin, ihr überhaupt nicht auffälligen, wie Mafia aussehenden Typen. Was geht ab? Im Fahrstuhlschacht. Moment, Entschuldigung? Ja? Kennst du vielleicht einen Typen, der Khan heißt? Nee, nie gehört. Tut mir leid, dass ich dein Gehirn so beanspruche. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Ist das eine Fangfrage? Nein, ich hab dich nur gefragt, ob du ihn kennst. Okay, wenn das so ist, nö. Das wohl sinnvoll ist, ihn das zu fragen? Gib mir die Hand. Nö. Och, verdammt. Ist dir jemals ein Typ mit Namen Plantard über den Weg gelaufen? Nee. Du hast deine Chance vertan. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch im Leichenschauhaus. Hast du einen Typ gesehen, der als Clown verkleidet war? Nee. Hab ich den echt verpasst? Oh Mann, das ist ja vielleicht dämlich. Ich mag Clowns, du vielleicht nicht? Da ist ja sogar Fernsehen lustiger. Ich find's toll, wenn sich die Typen wehtun. Kann ich mir denken. Sahnetorte, Schlauch in die Hose und dann doing. Volle Kanne ein Brett in die Visage. Ich sehe dich dann später. Nicht, wenn du mich zuerst siehst. Was? Und du? Entschuldigung. Ja? Kennst du vielleicht einen Typ namens Khan? Erkennst du den Typ auf dem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Kennst du einen Mann, der Khan heißt? Nein, kenne ich nicht. Ich muss ihn unbedingt treffen. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, ich kenne ihn nicht. Hast du mal was von einem Mann namens Plantard gehört? Nein, der Name sagt mir nichts. Ich suche einen Clown. Soll das lustig sein?
Nein, ich suche wirklich einen Clown. Außer dir gibt's hier keine Clown. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? In Vergiss meiner es. Hose. Okay, dann gehe ich mal einfach hier rein, wa? An euch überhaupt nicht auffälligen beiden Typen vorbei. Das ist wirklich der Typ aus der Zeitung, die wir im dritten Part gelesen haben. Die wir dem Straßenarbeiter gegeben haben, da wo das mit Salaheddin drauf stand. Interessant. Die Figur eines geschlechtslosen Jünglings ist mitten im Sprung mit einem dümmlichen Lächeln auf den Steinlippen erstarrt. Ich will die eigentlich gar nicht ablenken. Nein, hallo, mach's nicht. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mann. Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Einen schwachen Moment lang glaubte ich. Oh, egal. Möchten Sie sich nicht vorstellen? George. George Stobbart, Ma'am. Wie nett. Ich hatte mal einen Stallburschen, der George hieß. Ich bin Lady Pierrement. Die normale Reaktion ist hinzuknien und zu stottern. Aber das muss nicht unbedingt sein. Eine echte Lady? Ich meine, Sie haben ehrlich blaues Aristokratenblut? Das weiß ich nicht. Die wenigsten meiner Vorfahren waren ehrlich, aber immerhin ziemlich oft blau. Ha. Ich kann meine Familie bis zu den Normannen zurückverfolgen, aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Unter all den tollen Titeln bin auch ich nur aus Fleisch und Blut. Das Blut ist vielleicht blau, aber das Fleisch ist gute englische Qualitätsware. Um es mal so auszudrücken. Sie wirken krass unkonzentriert, George. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mhm. Mir die Hand geben. Würden Sie mir die Hand geben, Ma'am? Aber nicht doch, George. So förmlich wollen wir doch nicht sein. Na gut. Wir trafen uns als Touristen und dabei möchte ich es auch belassen. Trotz der enormen sozialen Kluft zwischen uns. Okay. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Guter Gott, nein. Ich dachte nur, dass Sie vielleicht den Geruch erkennen. Bitte, Darling, stecken Sie das Ding weg. Ich bin kein zartes Veilchen, aber bei diesem Thema wird mir etwas blümerant. Können Sie sich vorstellen, wofür man dieses Werkzeug benutzen könnte, Ma'am? Ich kenne jemanden, an dem ich es gerne ausprobieren würde. The fuck? Wissen Sie, was das ist? Ich würde sagen, es könnte sich um eine Clownsnase handeln. Volltreffer. Sie wurde von einem bösartigen Killer als Verkleidung getragen. Oh, gütiger Himmel. Versuchen Sie, mich zu verunsichern? Es ist die Wahrheit. Er benutzt den Namen Khan. Nie von dem Mann gehört. Scheiße. Aber vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Mein Gott, das ist er. Das ist Morlan. Sie vereinigt in sich alles, was ich an Engländern liebe. Die Lady ist völlig übergeschnappt. Merlin, Sie meinen König Arthurs Zauberer? Du meine Güte, nein. Monsieur Morlan ist ein Hotelgast hier. Ist. Das ist Präsenz. Habe ich Ihnen dieses Foto schon? Ja, okay. Mhm. Machen Sie Urlaub in Paris? Nein, Darling, ich mache Ferien. Nach Elgis Begräbnis musste ich einfach weg. Ich wusste nicht, dass Sie um einen Ihrer Lieben trauern. Das tue ich auch nicht. Er war mein Ehemann. Oh. Tut mir leid, dass Ihr Mann gestorben ist. Das täte es nicht, wenn Sie ihn gekannt hätten, mein Lieber. Es war eine Gelegenheit, endlich die wohlverdienten Ferien anzutreten. Daphne schlug einen Tapetenwechsel vor. Paris, sagte sie. Eine wilde Affäre ist genau, was du brauchst, um dich von dieser Untersuchung abzulenken. Ah ja, das Einzige, was bis jetzt einer Affäre ähnelte, war die Sache mit dem betrunkenen bretonischen Küchenchef. Okay. Ich muss sagen, dass mich sein Coq au Vin ziemlich enttäuschte. Okay. Absolut nicht, was ich erwartet hatte. Ich wollte schon meine Ferien abbrechen, meine Sachen packen und nach Hamel Hempstead zurückfahren. Das heißt, bis letzte Nacht. Was war denn letzte Nacht? Was passierte letzte Nacht? Mich hat es erwischt, Mr. Stobbart. Cupidos Pfeil grub sich tief in meinen Busen. Konnte er auch kaum verfehlen.
Es war genau, wie ich es mir immer erträumt hatte. Intimer Kerzenschein, romantische Musik erfüllte den Raum. Und dann der Blick eines Fremden. Diese überschatteten Augen, diese eleganten Manieren, diese engen Hosen. Das war der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich aufgetaucht ist. Aber es hat nicht sollen sein. Er spielte nur mit meinen Gefühlen. Wenn ich ihn jemals erwäsche, ist er ein toter Mann. Wer hat sie denn so hereingelegt? Sein Name war Morlan. Da kommen wir der Sache schon näher. Wussten Sie, dass da draußen ein Gangster herumlungert? Warum glauben Sie, dass er ein Gangster ist? Der italienische Anzug und die Beule in seiner Tasche. Ich kenne viele Männer, die italienische Anzüge und Beulen in der Tasche haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Gangstern. Der Mann, den Sie als Moala kennen, ist ein Betrüger. Was wollen Sie damit sagen, Zuckerhäschen? Er ist ein Mörder. Außerdem benutzt er den Namen Khan. Oh, ich bin schockiert, Mr. Stoppard. Zutiefst. Ich hielt ihn für einen Mann von Ehre. Hören Sie, ich würde Ihnen gerne dabei helfen, ihn einzubuchten. Sehr gern. Wann haben Sie Moala das letzte Mal gesehen? Das war vor nicht einmal einer Stunde. Er kam die Treppe herunter und sprach mit dem Empfangschef da hinten. Irgendetwas wurde übergeben. Ich konnte nicht genau sehen. Was? Ein Koffer? Nein, kleiner als das. Ein Bündel Papiere vielleicht. Geld? Der Empfangschef legte sie in den Hotelsafe und Morlan ging hinaus. Also brechen wir in den Hotelsafe ein. Sind Sie sicher, dass Morlan Dokumente in den Safe legen ließ? Ja, Darling. Absolut. Ich möchte zu gern wissen, was das war. Ich auch. Offensichtlich etwas sehr Wichtiges. Ja, was immer es ist, ich würde es zu gern in meine Hände kriegen. Ich wette, es hatte etwas mit Plantards Koffer zu tun. Ist Moala wieder ins Hotel zurückgekommen? Nein. Möchten Sie sein Zimmer durchsuchen? Ja. Wenn ich reinkäme, klar. Hast du vielleicht das Zimmer nebenan? Ich muss jetzt gehen, Ma'am. Es war gut, dass ich sie beim Klavierspielen unterbrochen habe, weil das war eine große Hilfe. Was für ein wunderbarer alter Steinway-Flügel. Ja, und dich hier kenne ich doch auch schon. Aber aus der Zeitung, Bro. Was geht ab? Entschuldigung, habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr? Ja, das bin ich. Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Gut, na dann, tschüss. Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Ich wollte gerade sagen, nice, Freund. Sagt Ihnen dieses verschmierte Taschentuch etwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Würde Ihnen etwas einfallen, wenn ich Ihnen sage, dass man damit Kanaldeckel öffnet? Ihre Technologie erfüllt mich mit Ehrfurcht. Warum habe ich dieses Gerät eigentlich noch? Was sagt Ihnen diese Clownsnase? In meinem Land haben wir keine Verwendung für Clowns. Freut mich, das zu hören. Bei der letzten kulturellen Säuberung wurden sie gründlich ausgemerzt. Digga. Was ist mit Pantomimen? Haben Sie die auch erwischt? Alle weg. Unsere Straßen sind mimenfrei. Hört sich himmlisch an. What the fuck? Das ging jetzt gerade ein bisschen zu weit, finde ich. Aber okay. Kennen Sie einen Typen mit Namen Plantard? Ich kenne doch nicht jeden in Paris. Oh, na gut. Der Typ ist jetzt sowieso tot. Warum fragen Sie mich nach toten Leuten? Ich habe mehr als genug Tote in meinem Leben gesehen. Das glaube ich Ihnen gern. Mhm. Haben Sie einen Clown gesehen? Verzeihung. Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine Hosen sind aus England. Marks et Spencer. Es ist eine Freude,
und sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm, diese Stützfunktion. Freut mich wirklich, das zu hören. Wissen Sie, es ist schön zu wissen, dass auch Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind. In meinem Land benutzen die Leute Bindfäden und Eierkartons. Für Hosen? Für alles. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. Was? Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich Khan. Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich? Ich bin Privatdetektiv. Warum interessieren Sie sich für Khan? Er ist ein Feind meines Volkes. Sie wissen, dass er ein Killer ist. Natürlich. Unter anderem. Würden Sie mir bei meinen Untersuchungen in puncto Khan helfen? Das ist nicht möglich. Mein Befehl lautet: beobachten. Ich kann meine Position als Ehrengast der hiesigen Regierung nicht gefährden. Warum sagt er eigentlich osteuropäische Staaten und klingt aber teilweise eher wie ein Bayer oder Österreicher? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Naja, egal. Ich finde es schön, dass es das Telefon hier hinten auch wieder gibt, wie überall hier, dass ich immer schön mit Nico reden kann. Oha, und hier haben wir noch, speichere ich mal lieber, den, wie heißt es, Portier? Nee, kein Plan. Das Melderegister für die Hotelgäste. Schlüssel, den kann ich wahrscheinlich jetzt nicht einfach mitnehmen. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Moin. Ich brauche ein paar Informationen. Was sind Sie? Polizei? Ich führe eine private Untersuchung durch. Ah, ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist einer der Nachteile des Beherbergungsbusiness. Wenn Leute in ein Hotel gehen, lassen sie ihre Moral zu Hause, no? Hi. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Soll ich es für Sie wegwerfen, Monsieur? Hinein, es könnte noch nützlich sein. Ich behalte es lieber. Wie Sie wünschen, Monsieur. Vielleicht würden Sie es gerne in eine kleine Plastiktüte stecken? Nein, ist schon so in Ordnung. So weirde Gespräche mit den Items, das ist so toll. Was halten Sie von diesem Werkzeug? Fantastisch, Monsieur. Ich bin sicher, Sie benutzen es wie ein Profi. Oder? Kennen Sie diese rote Nase? Non, Monsieur. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ja, Monsieur. Das ist einer unserer Gäste. Name? Den darf ich Ihnen nicht sagen. Okay, aber den kennen wir ja schon. Ich suche einen Mann, der sich wie ein Clown kleidet. Dies ist ein respektables Hotel, Monsieur. Hier gibt es keine Clowns. Wenn Sie das sagen. Außer dir selbst. Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Mhm. Kann ich es ja vielleicht haben. Reden wir erstmal über Plantard, weil du wahrscheinlich wissen musst. Kennen Sie einen Mann mit Namen Plantard? Non, Monsieur. Okay, aber vielleicht kann ich einen Safe. Ich möchte etwas aus Ihrem Safe haben. Ah oui, Monsieur. Darf ich einen Ausweis sehen? Was zum Beispiel? Einen Führerschein vielleicht? Ich fahre nicht. Ihr Pass? Den habe ich nicht dabei. Ich könnte Ihnen meine Operationsnarbe zeigen. Tut mir leid, Monsieur. Ich brauche etwas, das Sie einwandfrei identifizieren. Na, das kriegen wir. Was gibt es Einwandfreieres als meine Narbe? Tut mir leid. Ich muss auf einer etwas traditionelleren Form der Identifikation bestehen. Mist. Ja, das kriegen wir noch hin. Ich glaube, dass Khan, der Mann mit der Narbe, auch unter dem Namen Moalin bekannt ist. Na und? Was wollen Sie? Rein in sein Zimmer. Haben Sie eine Lizenz, Monsieur? Hä? Eine Lizenz als Privatdetektiv? Das nur nicht gerade, aber ich kann alles erklären.
Tut mir leid, aber ohne Papiere kann ich Ihnen nicht helfen. Ich bestehe darauf, dass Sie mir den Schlüssel zu Moalins Zimmer aushändigen. Das kann ich nicht, Monsieur. Dieser Typ, Moalin, ist eine Gefahr. Das sagen Sie, Monsieur. Er ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für Ihre Gäste eine Gefahr. Er hat mit den Gefühlen von Lady Pierrement gespielt. Ciel, schreckt dieser Mann denn vor nichts zurück? So ist es. Er hat schon einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal getötet. Mit Ihrer Hilfe kann ich ihn vielleicht stoppen. Und wenn er herausfindet, dass ich Ihnen geholfen habe? Nein, das kann ich nicht. Okay, dann will ich gerne das Zimmer mieten. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Danke für Ihr Entgegenkommen. Kann ich ihn mir einfach nehmen? Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Okay, das war erstmal recht wenig erfolgreich. Vielleicht kann mir Lady Pierrement nochmal helfen. Ablenken vielleicht? Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Schlüssel. Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Ich hoffe, das ist der Schlüssel zu Moalins Zimmer. Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme dürfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Dankeschön. Hallo? Sie da drüben, Diener? Oui, Madame. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Okay, ganz schnell nehmen. Schneller als das, bitte, George. Und ganz schnell die Treppe hoch. Tschüss, auf Wiedersehen, war mir eine Ehre. Wir sehen uns dann demnächst. Auf Wiedersehen, tschüssi. Ich komme back. Okay. Zweite Tür auf der Seite ist ja, glaube ich, das, wo er wohnt. Jetzt ist nur die Frage, was ist das hier? Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Alles klar. Dann wird das hier das von Khan bzw. Moalin sein. Und das ist jetzt unser Zimmer. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Hübsch. Alter Fernseher, aber wir sind auch 96, ne? Da ist Flachbildfernseher noch ein bisschen fraglich und alles. Aber ich glaube, das ganze Zimmer ist für uns recht uninteressant, denn uns... Moment, doch, ich kann da was machen. Was kann ich da machen? Was ist an diesem Nachtschränkchen so interessant? Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Das kenne ich. Das kam mir irgendwie bekannt vor, dieser Zwiebelgeruch bei leeren... Dings. Oder? Warte mal, sind wir in Part 8 oder sind wir... Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz schnell was nachschauen. Bitte habt einen ganz kleinen Augenblick Geduld. Ja, wir sind in Part 8. Also überspeichere ich den einfach. Okay. So. Nach draußen. Es ist zwar vielleicht ein bisschen gefährlich,
Aber unser bester Weg, wenn wir schon nicht in das Nachbarzimmer so reinkommen, ist eben dieser Weg. Okay, das Fenster ist offen. Wie praktisch. Jetzt nur nicht runterfallen. Am besten noch gar nicht runterschauen. Mir wird schon schlecht, wenn ich hier durch dieses Bild runterschaue. Und wir sind fast im selben Zimmer wieder angekommen. Und das ist zu leer. Ich sehe da einen Koffer. Das gefällt mir. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Abgesehen von dem Koffer, I guess. Gibt's denn abgesehen vom Koffer noch das was? Das Bett ist viel, viel größer als die schmale Pritsche, die in meinem Zimmer steht. Ich würde dein Zimmer gern mal sehen. Moment. Das ja. Bett ist viel, viel größer. Ach so, das ist Bett. Das Bett ist viel, viel größer. Gut, ich sehe den Koffer, wir machen erstmal den Schrank. Ne? Weil ich glaube, der Koffer ist das Relevantere von den Sachen. Ne? Okay. Auf und jetzt bitte reinschauen. Das Innere des Schranks ist gerade groß genug, dass ich reinklettern kann. Das ist gut zu wissen. Und das hier ist interessant. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Also ist hier quasi gar nichts. Scheiße, ich dachte, ich finde zumindest irgendwie seinen Führerschein. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Kacke. Kann ich auch die andere Schranktür aufmachen eigentlich? Nein. Das Innere des Schranks ist gerade. Die Taschen seiner Hosen sind leer. Da dachte ich kurz, ich hätte noch was gefunden. Seiner Die Hosen sind frisch gewaschen und gebügelt. Das hat mir ja dann insgesamt eigentlich gar nichts gebracht. Hier reinzugehen, oder? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich muss einmal zurück. Weil ich bin jetzt hier schon reingeklettert. Und jetzt soll hier nichts sein? Das halte ich doch für etwas Diesen unwahrscheinlich. Diesen Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Eben. Ja, ich sollte vielleicht nicht aus dem Zimmer rausgehen, ne? Das ergibt nicht so viel Sinn. Oh. Er kommt. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Das kann ich gut nachvollziehen. Oh nein, geh doch zum Fenster. Kletter doch schnell aus. Das ist schlecht. Aber die Hose kennen wir. Geh halt sofort raus, Digga. Warte doch 2 Minuten, um sicher zu gehen, dass er wirklich weg ist. Aber jetzt können wir vielleicht aus seiner Hose was Tolles klauen. Zum Beispiel seinen Führerschein und noch irgendwas. Kaugummi. Ich kann mein Glück kaum fassen, als ich in den Taschen seiner Hose 2 Gegenstände finde. Das erste ist ein gewöhnliches Streichholzbriefchen. Keine Streichhölzer, keine Anhaltspunkte. Das zweite ist eine Art Ausweis. Auf der Karte stand Thomas Morlin, Grüber Elektronik. Die Hose passt zu dem Jackett, das der Killer in Paris verloren hat. Damit kann ich doch bestimmt zum Safe jetzt, oder?
Gut, das Beste an der Stelle wäre jetzt natürlich einfach wieder zurück in mein Zimmer zu gehen. So zu tun, als wäre nichts gewesen, nicht wahr? Flup. Und flup. Soll ich an der Stelle lieber nochmal speichern? Nicht, dass er gleich zurückkommt und mich einfach abschießt. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen gerade. Hup. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach aus seiner Tür rausgehen können, aber ich wollte es nicht riskieren. Sie spielt wieder. Okay, dann wäre die eine Sache, die ich jetzt in dem Part noch machen würde, nochmal zu dem Monsieur hier zu gehen. Im Büro befindet sich ein kleiner Tresor mit einem Kombinationsschloss. Ja. Naja, moin. Genau zu dir wollte ich. Bonjour. Was jetzt, Monsieur? Ich habe hier was, und zwar... Na, ich frage erstmal da. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Okay. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécon es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Okay, ich bringe ihn dann einfach nie wieder zurück. Ist das ein Deal? Aber du lässt Danke mich jetzt für Ihr Entgegenkommen. Immer noch nicht an den Safe. Das ist ja zum Kotzen. Und schon wieder. Hallo. Sagt Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas? Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Erkennen Sie ihn nicht? Nein, tut mir leid. Kennen Sie diese Karte? Nein. Erkennen Sie diesen Schlüssel? Nein, leider nicht. Okay, dann Vielen spreche Dank für Ihre Hilfe. Ich jetzt nochmal mit auf Madame Wiedersehen. Pierrement. Und dann würde ich vielleicht dann den Part erstmal beenden und im nächsten Part vielleicht mal mit Nico telefonieren oder mich nochmal oben umschauen. Vielleicht habe ich noch was übersehen. Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Mir Fragen beantworten. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Moalins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Mhm. Diesen Pass habe ich in Moalins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Hm. Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Moalins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Oh. Mist. Dann ist der Part wohl gleich erst vorbei. Mama, ich brauche deine Hilfe. Haben Sie ein Päckchen von Morlin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht,
Erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Mit Vergnügen erschieße ich ihn. Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Molland. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Oder? Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Wäre ja nicht irgendwie sinnvoll, da schon mal reinzuschauen, was? Okay. Gut, liebe Leute, dann haben wir jetzt doch etwas Frühstück, Fortschritt, mein Gehirn, erreicht und sehen uns im nächsten Part hier wieder in Baphomets Fluch 1 für den PC und dann mal schauen, wohin uns das Leben verschlägt mit unserem nennenswerten Fortschritt. Bis dann und auf Wiedersehen.